Zusatzpunkt 9. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Stabilitätsunion statt Schuldenunion, Stabilitäts- und Wachstumspakt festigen, fiskalpolitische Disziplin in Europa sichern. Über den Antrag werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte darum, die Unterhaltung draußen fortzusetzen und Platz zu nehmen. Und ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zuerst für die CDU-CSU-Fraktion Patricia Lips. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! In Kürze wird die Europäische Kommission Vorschläge machen für eine Reform der Schuldenregeln in Europa, einer Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. In Zeiten, in denen sich aktuell fast alle Schleusen öffnen, mag die Debatte seltsam anmuten. Aber genau hier ist sie richtig. Es geht um finanzielle Nachhaltigkeit über den Tag hinaus, um fiskalpolitische Disziplin und damit am Ende um Preisstabilität. Die Bedeutung gerade dieses Begriffes erfahren wir doch jeden Tag aufs Neue. Ein Rückblick. Während der Pandemie wurde die sogenannte Ausweichklausel des Paktes bis heute aktiviert. Verkürzt, die Mitgliedstaaten konnten kreditfinanziert zusätzliche Ausgaben tätigen, an den eigentlichen Fiskalregeln vorbei. Die Maßnahme war zugeschnitten auf die besonderen Herausforderungen der Pandemie. Deshalb war es richtig, dies alles auf Einmaligkeit und auch nur dort so anzulegen. Nun stehen wir erneut vor Herausforderungen. Sie erfordern in Teilen neue Antworten. Aktuell gilt dies insbesondere im Hinblick auf die Energiekosten und die Bekämpfung der Inflation in ganz Europa. Diese Inflation hat verschiedene Ursachen, allein 10% inzwischen in Deutschland. Ganz sicher heizen jedoch auch Schulden diese Inflation weiter an. So wichtig manche Maßnahme erscheinen mag und wahrscheinlich auch ist, muss uns dies bewusst sein. Gleichzeitig steigen nun die Zinsen zu Recht, aber auch sie belasten zusätzlich die Haushalte. Ein Teufelskreislauf droht. Es gilt, am Ende führen alle Schulden fiskalisch zum selben Ergebnis und engen ganz klar den Gestaltungsspielraum künftiger Generationen ein. Alle bisherigen Ausnahmetatbestände und Flexibilisierungen des Paktes, so gut sie gemeint waren, auch mancher Maßnahme der EZB, das gehört zur Wahrheit dazu, führten doch gerade nicht zu einer nachhaltigen Trendwende bei der öffentlichen Verschuldung innerhalb der EU. Oft genug geschah das Gegenteil. Und deshalb müssen wir zu den Grundprinzipien zurück. Es kann nicht sein, dass dauerhaft die Ausnahme die Regel bestimmt. Erst Stabilität schafft Vertrauen. Wir wollen Europa mit der Reform als Stabilitätsunion wieder stärken. Eine Schuldenstandsquote von 60% und ein öffentliches Defizit von 3% des Bruttoinlandsproduktes müssen auch in Zukunft ihre Gültigkeit behalten. Wir begrüßen das Bekenntnis der Bundesregierung zu diesen Kriterien durchaus. Es ist aber zu befürchten, dass es ein Lippenbekenntnis bleibt. Denn wir stellen gleichermaßen eine von ihr gewünschte, ich zitiere, Anpassung der Flexibilitätsklausel infrage. Was mit einer wachstums- und innovationsfreundlichen Weiterentwicklung vermeintlich immer gut klingt, öffnet der geschilderten Erfahrung nach am Ende zu oft Tür und Tor für neue Schulden ohne sichtbare Steigerung der Produktivität. Es ist auch unnötig, denn solide Haushaltspolitik ist ja erst die Basis für Wachstum und Innovation. Also, auf die Zukunft. Es geht um eine Rückführung auf die grundlegenden Regeln. Sie bieten bereits hinreichend Flexibilität. Es geht ebenso darum, dass eine grundsätzliche Verpflichtung zur Rückführung von Schulden aufrechterhalten bleibt.
Es geht um die Durchsetzbarkeit der Regeln. Unzählige Male wurden sie gebrochen, ohne sichtbare Konsequenzen. Das ist ja geradezu schon absurd. Und es bleibt natürlich, Verantwortung und Haftung in der Fiskalpolitik müssen künftig an einer Stelle bleiben. Eine Vergemeinschaftung von Schulden darf es nicht geben. Kolleginnen und Kollegen, wir sollten die aktuelle Situation wie auch die künftige Rolle des Stabilitätspaktes vielleicht auch als Chance begreifen, eine Aufgabenkritik auf den Weg zu bringen, auf europäischer Ebene wie auch im eigenen Land. Es geht um Zuständigkeiten, es geht um Prioritätensetzung in schwieriger Zeit und die Zielführung im Ergebnis mancher Maßnahmen. Dabei wären sicher Ressourcen für Entlastung gegeben, ohne die eigene Verschuldung in derart schwindelerregende Höhen zu treiben wie zurzeit mit allen Folgen und wie beschrieben. In diesem Sinne, es braucht den Pakt nicht trotz, sondern auch wegen dieser und künftiger Krisen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Bettina Hagedorn. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man es freundlich formulieren will, ist dieser Antrag der Union heute wirklich sehr aus der Zeit gefallen. Wir haben gerade eben über 200 Milliarden Euro gesprochen, die Deutschland in die Hand nehmen will, zusätzlich zu den 100 Milliarden, die wir schon in die Hand genommen haben, um die Krise, vor der wir stehen. Und das ist ja nicht nur eine nationale, das ist ja nicht nur eine europäische, es ist eine weltweite Krise, um dagegen zu steuern. Und wir haben uns in der Vergangenheit in der Großen Koalition gemeinsam zur Solidarität in Europa verpflichtet und uns das vorgenommen, die Weichen dafür gestellt. Und die Solidarität muss natürlich auch genau jetzt und in Zukunft greifen. Und darum will ich Ihnen sagen, die Vorschläge zur Aussetzung der Ausnahmeregeln, die ja von der EU-Kommission kommen, ich glaube, die Kommissionspräsidentin heißt von der Leyen, wenn mich nicht alles täuscht, die ja bis 24 greifen sollen, dann ist es ja so, dass diese Krise, die wir jetzt haben, ganz bestimmt nicht kleiner ist als die, die wir im März 2020 hatten, als das erste Mal diese Ausnahmeregelung mit der Unterstützung der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD hier in diesem Haus gemacht worden sind, unterstützt worden sind. Und was damals wegen der krisenhaften Zeit richtig war, das ist natürlich heute auch richtig, nämlich Solidarität in Europa zu zeigen. Ich möchte gerne mit der Genehmigung der Präsidentin etwas zitieren. Ich werde auch gleich sagen, woraus das ist. Zitat Anfang. Für Deutschland ist ein starkes und geeintes Europa der beste Garant für eine gute Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand. So einzigartig die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung ist, selbstverständlich ist ihr Fortgang keineswegs. Die Herausforderungen, vor denen die Europäische Union steht, sind enorm. Nur gemeinsam hat die EU eine Chance, sich in dieser Welt zu behaupten und ihre gemeinsamen Interessen durchzusetzen. Nur gemeinsam können wir unsere Werte und unser solidarisches Gesellschaftsmodell verteidigen. Investitionen in Europa sind Investitionen in eine gute Zukunft unseres Landes. Wachstum und Wohlstand in Deutschland sind auf das Engste mit Wachstum und Wohlstand in Europa verknüpft. Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir die EU in ihrer Handlungsfähigkeit stärken. Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann. Dafür werden wir bei der Erstellung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens Sorge tragen. Dabei befürworten wir auch spezifische Haushaltsmittel für wirtschaftliche Stabilisierung und soziale Konvergenz. Wissen Sie, woraus dieses Zitat ist? Es ist aus einem Koalitionsvertrag, und zwar nicht aus unserem, sondern es sind Zitate aus dem Koalitionsvertrag vom Februar 2018 der Großen Koalition, aufgeschrieben maßgeblich auch von Martin Schulz, von unserer SPD, aber zugestimmt
durch Ihre Kanzlerin und durch die ganze CDU-CSU-Fraktion. Und diese Sätze waren prägend für die 3 Jahre, die wir dann gemeinsam in Europa Politik gemacht haben, als wir die EU-Ratspräsidentschaft hatten und als wir Europa in einer Zeit, wo durch die Corona-Pandemie die größte Krise bei uns war, wo wir dank dieser Sätze und dank des gemeinsamen Bekenntnisses zur Solidarität das größte Finanzpaket mobilisiert haben, das es in der europäischen Geschichte längst je gab. Der Finanzplan bis 2027 ist in unserer EU-Ratspräsidentschaft gemacht worden. Und vor allen Dingen das 750-Milliarden-Euro-Paket Next Generation EU haben wir gemeinsam gemacht, um Investitionen in Digitalisierung, in Klimawandel, also in den Schutz vor dem Klimawandel, in Technologie voranzubringen, um auch unsere europäischen Nachbarn dabei zu unterstützen, ihnen die finanzielle Kraft zu geben, um all das zu machen. Und wissen Sie, das war alles richtig. Und kaum sind Sie nach 16 Jahren Kanzlerschaft aus der Regierung schon, meinen Sie, es sei jetzt, ausgerechnet jetzt, angesichts eines Ukraine-Krieges, angesichts einer Inflation, die ja nicht nur uns trifft, sondern die ja unsere Nachbarn auch trifft, ausgerechnet jetzt singen Sie wieder das große Lied, dass es ja nichts Wichtigeres gibt, als vor einer Schuldenunion zu warnen. Wissen Sie, das Vokabular kenne ich noch von Ihnen aus der Vergangenheit. Aber in unserer großen Koalition haben wir dieses Lied nicht gemeinsam gesungen, sondern wir haben das Lied der Solidarität gemeinsam gesungen. Und das, was Sie hier vorlegen, ist aus der Zeit gefallen. Ich möchte vor diesem Hintergrund daran erinnern, dass wir eben nicht nur dieses 750-Milliarden-Euro-Paket geschnürt haben, gemeinsam, sondern dass schon im März 2020 auch unsere damalige Bundesregierung ein 540-Milliarden-Euro-Darlehenspaket auf den Weg gebracht hat, um in Europa in der Corona-Pandemie Stabilität zu unterstützen. Das waren Darlehen, die müssen zurückgezahlt werden. Dabei war nicht nur große investive Mittel, die über zum Beispiel die Alp ausgegeben werden, darauf hat Patricia Lips ja schon Bezug genommen. Nein, da war auch zum Beispiel 100 Milliarden Euro ein Shore-Paket bei. Das war so etwas wie die Unterstützung eines Kurzarbeitergeldes in unseren europäischen Nachbarländern. Das war unsere Idee, das war das erste Geld, was tatsächlich geflossen ist. Und es hat zur sozialen Stabilität in Europa maßgeblich beigetragen. Dass Sie all das vergessen und verdrängen zu scheinen, das ist schon beachtlich. Ich habe Ihren Antrag gelesen. Ja, in dem Antrag, da steht ja sehr viel drin, was Sie meinen, was jetzt auf europäischer Ebene umgesetzt werden soll. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass die Kommissionspräsidentin, der Sie offensichtlich misstrauen, weil Sie ja nicht mehr wollen, dass die Kommission die Kontrollfunktion über den Stabilitäts- und Wachstumspakt wahrnimmt, sondern das soll ja eine wie auch immer geartete externe Institution sein. Das sind ja Vorschläge, die Sie hier machen. Die hätten Sie ja alle in den Jahren, in denen wir gemeinsam regiert haben, auch durchaus auf europäischer Ebene versuchen können umzusetzen. Aber Sie wissen natürlich ganz genau, dass wir in Europa nicht alleine unterwegs sind und dass wir dort Dinge mit unseren 26 Partnern gemeinsam umsetzen müssen und dass vor dem Hintergrund es nicht einfach ist, was Sie hier vorschlagen. Es ist eigentlich nicht umsetzungsfähig. Wir müssen aber vor allen Dingen darauf achten, dass wir nicht wieder, wie in den Jahren, als Wolfgang Schäuble, den ich unter vielen Aspekten sehr schätze, aber als er als Finanzminister von Deutschland in Europa das Bild des Schulmeisters geprägt hatte, einer harten technokratischen Austeritätspolitik, da war es um das Ansehen Deutschlands in Europa schlecht bestellt. Und wir dürfen nicht so tun, als könnte es uns egal sein, was unsere europäischen Nachbarn von uns denken. Wir haben unseren europäischen Nachbarn
gerade in den letzten 4 Jahren der Großen Koalition mit Angela Merkel und Olaf Scholz die Hand ausgestreckt. Und sie haben sie genommen. Und das ist gut und richtig so. Und dieses Miteinander in Europa, das brauchen wir in dieser Zeit des Krieges mehr als je zuvor. Und darum sollten wir ausgerechnet jetzt nicht wieder anfangen, hier den Lehrmeister auf europäischer Ebene zu spielen. Liebe Kollegen, die Sozialdemokratie, die ja diesen Koalitionsvertrag mit Ihnen ausgehandelt hat, und zwar ganz maßgeblich 2018, auf den ich hingewiesen habe, die braucht Ihre Belehrung ganz bestimmt nicht. Wir werden aber im Gegensatz zu Ihnen genau diese erfolgreiche solidarische Politik in Europa in der neuen Koalition fortsetzen. Denn wir brauchen keinen Kompass, und Sie haben ihn offensichtlich verloren. Es könnte natürlich sein, dass zu viel BlackRock bei Ihnen zum Blackout führt und dass Sie vergessen haben, wofür Sie einmal mit Ihrer Kanzlerin in der Vergangenheit selbst gestanden haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Albrecht Glaser. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die EU-Staaten sind weit über das Maastricht-Kriterium hinaus verschuldet. Dies war auch schon vor Corona im Jahr 19 so. Die Zahlen: über 10 Billionen, was einer Schuldenquote von 84% entspricht, statt der geforderten und vertraglich vereinbarten 60. 1997 wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt in der EU geschlossen. Parallel dazu wurde die Manipulation des Schuldenstandes von Griechenland bekannt, die das Land beitrittsfähig machen sollte. Das entsprechende Dossier über diese Manipulation liegt in der EZB noch immer unter Verschluss, obwohl dagegen geklagt wird, dass es rausgekommen ist. Der Widerspruch zwischen vertraglichen Verpflichtungen einerseits und dem Handeln von Regierungen und Staaten andererseits ist seither der rote Faden der Schuldenpolitik, und diese mildtätige Betrachtung, die wir gerade gehört haben, ist Ironie. Die Finanzkrise 2008 war in der EU in erster Linie eine Staatsschuldenkrise. Deshalb wurde in 2012 ein Fiskalpakt geschlossen, der alle Vertragspartner verpflichtete, innerstaatliche Regeln zu schaffen, um überbordende Schulden zu verhindern. Seither wird am Rechtsrahmen für Schuldenpolitik in der EU herumgeschraubt bis zu seiner Unkenntlichkeit. Die Folge davon: Frankreich hat 113%, Spanien 118, Portugal 127, Italien 150, Griechenland 193% am Bruttoinlandprodukt Schulden. Kluge Köpfe im Zentrum für europäische Politik und in der Bundesbank stellen fest, ich zitiere: viele Mitglieder haben sich die Schuldenregeln nie zu eigen gemacht. Zitat Ende. Hunderte Verstöße sind von den Staaten begangen worden. Das ist rund die Hälfte aller überhaupt möglichen Vertragsverstöße. Nicht eine Sanktion haben die Organe der EU verhängt bei dieser Zahl der Verstöße, meine Damen und Herren. Der CDU-Antrag beschreibt in Ziffer 1a ein richtiges Ziel. Und er benennt viele richtige Einzelforderungen, etwa in den Buchstaben B bis F. Aber er wird schon in diesem Haus keine Mehrheit finden. Liegt nicht an uns. Wenn er sie fände, wäre er in der EU nicht durchsetzbar. Wenn er dort durchsetzbar wäre, würde eine Mehrheit der Mitgliedstaaten sich nicht daran halten. Das ist ihr Problem. Frankreich und Italien und ihr Gefolge in Südeuropa, die in allen EU-Organen von der Kommission über die EZB bis zum EuGH eine breite Mehrheit haben, weil zum Beispiel Zypern und Malta das gleiche Stimmgewicht haben wie Deutschland und die Niederlande, wollen das Gegenteil von dem, was der CDU-Antrag will. Alle Staaten des Club Med wollen die Schuldenunion, und damit sind wir bei des Pudels Kern. Mitterrand sprach Anfang der 90er Jahre von der D-Mark als Atombombe der Deutschen. Er sagte zu Margaret Thatcher: ohne eine gemeinsame Währung sind wir alle, Sie und ich, dem Willen der Deutschen unterworfen. Zitat Ende.
Deshalb wurde Lagarde, die vor ihrem EZB-Amt französische Ministerin war, und Trichet, der vorher Berater bei Giscard d'Estaing war, ins Rennen geschickt. Und wir haben unsere Kandidaten im Regen stehen lassen. Und Draghi betrieb hemmungslose und rechtswidrige Staatsfinanzierung Italiens durch die EZB. Das ist die Neutralität der EZB, zu der Sie als Union feststehen, wie Sie dieser Tage schreiben. Wir haben in Deutschland also nicht nur einen migrationspolitischen, einen außen- und verteidigungspolitischen, einen energiepolitischen und einen schuldenpolitischen Konkurs, sondern auch einen europolitischen. Das ist das Ergebnis der jahrelangen Politik von allen Parteien in diesem Hause. Deshalb brauchen wir eine neue. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Jamila Schäfer. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Durch die fiskalischen Regeln in der EU setzen wir uns selbst einen Rahmen, um unsere Handlungsfähigkeit zu stärken. Und dieser Rahmen muss sich natürlich an den Herausforderungen unserer Zeit auch ausrichten. Dass der derzeitige Stabilitäts- und Wachstumspakt das gerade nicht tut, darin sind wir uns hier sogar weitgehend einig. Doch der Weg, den die Union hier vorzeichnen will, der führt uns genau in die falsche Richtung. In der Sache gebe ich Ihnen ja zunächst mal recht. Eine niedrigere Inflationsrate ist wichtig für die Stabilität des Euro. Aber Sie gehen bei der Problembehandlung von völlig falschen Prämissen aus und deshalb kommen Sie auch zu den falschen Ergebnissen. Erstens, die aktuelle Inflation, die kommt nicht einfach nur von der Geldmenge oder der Höhe der Kredite. Die kommt durch unsere Abhängigkeit von fossilen Energien und einen Angebotsschock seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, den Sie mitverursacht haben. Und eine angebotsgetriebene Inflation, die kann man nicht einfach totsparen. Wir müssen jetzt investieren in eine resiliente Energieversorgung, mit der uns kein Autokrat dieser Welt mehr erpressen kann. Zweites Problem. Sie missachten die Chancen von Konjunkturstabilisierung. Aber der Rückgang öffentlicher Investitionen ist gerade jetzt, wo wir auch noch mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben, eine sehr große Gefahr. Aus diesen Krisen herauszukommen, erfordert eine große Kraftanstrengung. Kredite können die Konjunktur stabilisieren. Und sie können verhindern, dass reihenweise Unternehmen und Jobs verloren gehen. Ein Staatshaushalt, der sich in dieser Krise selbst die Luft abschneidet, der wird seine Wirtschaft ersticken. Deshalb darf man in einer Krise auch sich kein zu enges Korsett schnüren. Was der rapide Abbau der Staatsschuldenstände ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Herausforderungen und die Bedürfnisse der Gesellschaft bedeutet, das konnten wir auch seit der Finanzkrise schon beobachten. Die Austeritätspolitik hat vor allem im europäischen Süden zu extremer Jugendarbeitslosigkeit und zu erhöhten Selbstmordraten geführt. So, und außerdem hat ein radikaler Sparkurs in der aktuellen Wirtschaftskrise und in vergangenen schon häufig Zukunftsängste geschürt, die dann von autoritären Kräften, so wie von Ihnen, dann schön instrumentalisiert werden. Es braucht aber Stabilität und Solidarität statt Spaltung. So, apropos Stabilität. Sie schreiben ja selbst in Ihrem Antrag, Sie wollen Stabilität schaffen. Da frage ich mich aber, welche Stabilität können Sie eigentlich als Union in Europa schaffen, wenn Sie einmal die extrem destabilisierende Sparpolitik mitverantwortet haben, die Europa noch heute spaltet? Zweitens, wenn Ihr erster Mann in Europa, Manfred Weber, für ein rechtsextremistisches Wahlbündnis in Italien Wahlkampf macht? Oder wenn der eigene Parteivorsitzende Friedrich Merz ohne Fakten ukrainischen Kriegsflüchtlingen Sozialtourismus vorwirft. Das ist eine Wortwahl, die bewusst Spaltung sät und Empörung. Und da kann man nur sagen, gut, dass Sie nicht Bundeskanzler oder Außenminister sind, Herr Merz. Drittes Problem Ihrer Argumentation. Sie haben eine sehr verkürzte Vorstellung von Generationengerechtigkeit. Wie generationengerecht ein Staatshaushalt ist, bemisst sich nämlich nicht nur an einer Schuldenquote, sondern auch an der Krisenfestigkeit und der Höhe seiner Zukunftsinvestitionen. Ich will meinen Kindern später einmal nicht sagen müssen,
Eure Lebensgrundlagen haben wir leider irreversibel zerstört, aber immerhin gab es davor in Europa ausgeglichene Staatshaushalte für ein paar Jahre. Wenn wir jetzt zu wenig Investitionen in erneuerbare Energien, Klimaneutralität und zukunftsfähige Jobs schaffen, dann hat das mit Generationengerechtigkeit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Unsere Kinder und Enkel, die verdienen aber nicht nur intakte Ökosysteme, sondern auch eine Zukunft in demokratischer Selbstbestimmung. Ob die liberale Demokratie als Gewinner dieses Systemwettbewerbs in diesem Jahrhundert hervorgehen wird, das hängt davon ab, ob wir in Krisenzeiten entschlossen genug handeln können. Wir haben diese Woche doch gesehen, wie hoch allein der Preis für eine naive Energie- und Außenpolitik unionsgeführter Regierung ist. Aber wir müssen ihn eben jetzt bezahlen, weil Demokratien handlungsfähiger sein müssen als die Autokraten dieser Welt. Und in dieser Auseinandersetzung, da dürfen wir unsere Handlungsspielräume jetzt nicht künstlich verkleinern. Im Gegenteil, wir müssen sie vergrößern und ausnutzen. Und dafür brauchen wir jetzt die richtigen fiskalpolitischen Regeln. Und deshalb schaffen wir einen stabilen Wirtschafts- und Währungsraum, auf den sich die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union auch verlassen können. Und dazu gehört auch, die Schuldentragfähigkeit der Mitgliedstaaten sicherzustellen. Und diese Stabilität, die erreichen wir auch, indem wir Krisenresilienz vorantreiben. Und darum setzen wir in Zukunft auch auf den präventiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und ermöglichen mit dem Wegfall der 1:20-Regel schuldengeplagten Mitgliedstaaten zum Gestalter der Transformation zu werden. Ihr Antrag zeigt einmal mehr, es ist gut, dass nicht Sie in der Bundesregierung mitbestimmen und Ihre Vorstellungen von Stabilität in der Mottenkiste bleiben können. Wir schaffen mit unseren europäischen Partnern eine Fiskalpolitik, die uns die Krisen bewältigen lässt, statt immer neue zu schaffen. Und deshalb werden wir diesen Antrag selbstverständlich ablehnen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir als Linke stehen für ein Europa der Solidarität und des Zusammenhalts, und das heißt auch für ein Europa der öffentlichen Investitionen. Die Union steht genau für das Gegenteil. Ihre Formulierung von der Schuldenunion ist ein ideologischer Kampfbegriff. Man kann ihn auch übersetzen. Schuldenunion heißt Sparzwang, Privatisierungszwang und Schuldenbremse, und das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Und dass die Schuldenbremse ökonomisch in die Irre führt, hat inzwischen selbst Christian Lindner erkannt. Er wagt es nur noch nicht auszusprechen. Die Union verweist in ihrem Antrag anklagend auf die Politik der Regierung Schröder. Nun finde ich, nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel ist das doch ein bisschen albern, jetzt auf Gerd Schröder zu verweisen. Finden Sie nicht? Aber ich kann Ihrem Wunsch, in die Vergangenheit zu blicken, gerne nachkommen. Aus der Finanzkrise 2008 und der Politik der Troika haben Sie augenscheinlich nichts gelernt. Unter Führung, das ist hier schon erwähnt worden, des CDU-Finanzministers Wolfgang Schäuble wurde Griechenland eine beispiellose Kürzungspolitik aufgezwungen. Das Ergebnis waren Rentenkürzungen, eingefrorene Gehälter im öffentlichen Dienst, eine dramatische Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. Und Griechenland wurde eine verantwortungslose Privatisierungspolitik diktiert, worunter das Land heute immer noch leidet. Und als dann bekannt wurde, dass der Hafen von Piräus jetzt einem chinesischen Großkonzern gehört, war der Aufschrei groß, allerdings zu spät, meine Damen und Herren. Wie fatal die Privatisierung öffentlicher Infrastruktur ist, sehen wir jetzt auch in unserem eigenen Land. Darum unsere klare Forderung, Energieversorgung und kritische Infrastruktur gehört in die öffentliche Hand, meine Damen und Herren. Jetzt muss der Staat nämlich mit Milliarden diese Fehler reparieren, und das kostet natürlich unser aller Geld. Meine Damen und Herren, Europa im Jahr 2022 steht vor der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Menschen in Deutschland und ganz Europa sind von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen betroffen. Eine beispiellose Armutsspirale droht. 60% der Haushalte in Deutschland verbrauchen für die laufenden Ausgaben ihre gesamten monatlichen Einkünfte und teilweise sogar Ersparnisse. In den baltischen Ländern haben wir Inflationsraten von bis zu 25%. Da ist es doch unsere Aufgabe, die Solidarität in Europa zu stärken und nicht, wie die CDU es fordert, sie zu untergraben. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Und statt
auf starre Fiskalregeln zu setzen, müssen wir auf ein solidarisches Europa mit einem echten Konjunkturprogramm setzen. Es ist doch klar, Deutschland kann nicht den Zuchtmeister Europas spielen. Und wir sehen doch, aufgrund unserer geopolitischen Lage und der Energiekrise sind wir auf die Solidarität anderer Länder im Augenblick besonders angewiesen. Russland hat die Ukraine überfallen. Das ist ein schweres Verbrechen. Jeden Tag sterben Menschen und leiden. Und darum muss dieser Krieg, wie alle Kriege auf dieser Welt, beendet werden. Und dafür erwarten wir internationale Anstrengungen, meine Damen und Herren, damit dieser Krieg endlich endet. Dieser Krieg hat aber mehr als viele andere Kriege weltweite Auswirkungen, dramatische Auswirkungen auf den globalen Süden und auch dramatische Auswirkungen auf unser Land. Und die Regierungen der vergangenen 30 Jahre haben doch immer folgendes Geschäftsmodell unterstützt: billige Rohstoffe, zum Beispiel aus Russland, kaufen und Hochtechnologien verkaufen. Das hat auch in hohem Maße zum Exportüberschuss der deutschen Wirtschaft beigetragen. Und damit wurden andere Länder unter Druck gesetzt. Und das droht uns jetzt schmerzhaft auf die Füße zu fallen. Meine Damen und Herren, der Antrag der Union ist derartig aus der Zeit gefallen, dass Sie ihn am besten zurückziehen sollten. Denn nur ein solidarisches Europa hat eine Zukunft. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Thorsten Lieb. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, beginne ich mit einem Zitat. Der Maastrichter Vertrag ist ein Versprechen. Wirklichkeit ist er noch nicht. Mit diesen prophetischen Worten hat Otto Graf Lambsdorff vor fast exakt 30 Jahren am 8. Oktober 1992 im Deutschen Bundestag auf die besonderen Herausforderungen der Umsetzung und Erfüllung des Stabilitätspaktes von Maastricht hingewiesen. Übrigens ein Beitrag zu finanzieller Nachhaltigkeit, als über Nachhaltigkeit kaum noch jemand gesprochen hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Komplexität der ursprünglich doch eher knappen und klaren Regelungen hat von Krise zu Krise leider deutlich zugenommen. Die Entschließung von 1997, Sixpack, Twopack, dazu ein europäisches Semester, den Stabilitätspakt in seiner heute geltenden Form hier auch nur vorzutragen und zu erklären, würde jede denkbare Redezeit sprengen. Leider, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Entwicklung der so notwendigen Stabilitätskultur in der Europäischen Union hat das leider nicht befördert. Im Gegenteil, das Unterlassen eines Verfahrens wegen Verstößen gegen die Regelung, nur weil es Frankreich ist, steht dafür eigentlich sinnbildlich. Keinesfalls ist das natürlich auf einzelne Mitgliedstaaten beschränkt. Leider waren es wir, Deutschland, gemeinsam mit Frankreich, mit die Ersten, die gegen den Pakt verstoßen haben. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehe ich das als besondere Verantwortung von Deutschland, auf die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes diese einzuhalten. Deswegen bin ich der Union dankbar, dass sie diesen Antrag heute stellt, weil uns an dieser Stelle die gemeinsame Sorge um die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion verbindet. Die Debatte ist es wert, geführt zu werden, ist es notwendig, und die wird sicher nicht mit dem heutigen Tag endet, denn sie beginnt erst. Und deswegen hätte ich mich gefreut, wenn Sie den Antrag vor allem auch der Kommissionspräsidentin geschickt hätten. Aber das ist ja schon angesprochen worden, denn da gehört es hin. Weniger dankbar bin ich allerdings den Kolleginnen und Kollegen von der Union für den puristischen Antrag, der dann doch bei Lichte betrachtet ganz wenig Konkretes enthält. So sprechen Sie natürlich richtigerweise die Komplexität des Regelwerks an, aber die ganz konkreten Vorschläge, wo Sie die Komplexität reduzieren wollen, die habe ich leider vermisst. Und wo wir dabei sind, was hat Sie eigentlich daran gehindert, in den vergangenen 8 Jahren, in denen, so habe ich das zumindest in Geschichte gelernt, auch die CDU das Finanzministerium mal an der Spitze besetzt hat, die konkreten Vorschläge gewesen. Es wäre die Zeit gewesen, längst den notwendigen Reformprozess anzustoßen. Und das ist auch Ihr Versäumnis in den vergangenen Jahren, dass das nicht passiert ist. Stattdessen kritisieren Sie einen Vorschlag des Finanzministers, einen Vorschlag, der dem Koalitionsvertrag folgt, der angemessen und zurzeit passend und einen realistischen Ansatz fährt.
Purismus ist in dieser Zeit nicht angebracht. Es geht jetzt um die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion, um die Sicherung von Wachstum in der EU und den Erhalt der Schuldentragfähigkeit. Und gleichzeitig behalten wir die Vorschläge das Ziel klarer und verbindlicher Regeln im Blick und gehen umfassend auf die eben nicht nur rein fiskalpolitischen Herausforderungen des Stabilitätspaktes ein. Es geht weit darüber hinaus, und darauf geben Sie keine Antworten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einen ganz wichtigen Beitrag zur Stabilität leistet auch die Einhaltung der Schuldenbremse hier in der Bundesrepublik Deutschland ab 2023. Dazu bekennen Sie sich auch. Wenn ich aber die Haushaltswoche hier noch mal Revue passieren lasse und die Mengen an Mehrausgaben wünschen, die gerade die Kolleginnen und Kollegen der Union hier vorgetragen haben, dann muss ich mir schon die Frage stellen, ob das, was Sie hier richtigerweise aufgeschrieben haben, eigentlich überhaupt ernst gemeint ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich hat die Einhaltung der Regeln auch inflationsdämpfende Wirkung. Das wird ja manchmal etwas verkompliziert formuliert. Es gibt auch eine abweichende Mindermeinung. Aber das Desaster um das britische Pfund in den vergangenen Tagen zeigt uns doch noch mal deutlich, wie fehlgeleitet expansive Fiskalpolitik in diesen Zeiten ist. Deswegen müssen wir bei Stabilität und bei Schuldenbremse bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die besondere Verantwortung gerade der Bundesrepublik Deutschland beim Thema Stabilitäts- und Wachstumspakt ist nicht nur eine politische, sie ist auch eine rechtliche. Das Bundesverfassungsgericht hat uns das 1993 im Maastricht-Urteil ausdrücklich ins Stammbuch geschrieben. Die Konzeption der Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft ist Grundlage und Gegenstand des deutschen Zustimmungsgesetzes. Das dürfen wir nie vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Maastricht ist damit auch ein Versprechen für den Zusammenhalt der Europäischen Union. Deswegen komme ich mit einem weiteren Zitat von Otto Graf Lambsdorff zum Ende. Denn es muss uns klar sein, um was es in dieser Stunde geht. Europa steht vor einer historischen Wegscheide. Es gibt keine andere Möglichkeit als den Kurs der europäischen Integration. Das war vor 30 Jahren richtig, und das ist heute richtig. Unsere Generation bleibt genau deshalb aufgerufen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten, auch für Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der CDU-CSU, Yannick Buri. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Hagedorn, die Diskussion, die wir heute führen, ist aktueller denn je. Wir haben am Wochenende die Parlamentswahlen in Italien gesehen, bei denen erneut ein Vertrauensverlust in Europa zum Ausdruck kam. Und wir sehen seit Wochen und Monaten, dass in Osteuropa auf der einen Seite ein neuer Zusammenhalt entsteht, aber gleichzeitig auch Zweifel aufkommen zur Handlungsfähigkeit, zur Perspektive, die Europa geben kann. Und beides zeigt, dass wir dringend Antworten geben müssen, wie wir uns die Zukunft der Europäischen Union vorstellen und auch und gerade in den aktuellen Tagen der Krise den Blick über den Tag hinaus richten müssen. Und das gilt auch und gerade für die zentrale Frage, wie der Weg in der gemeinsamen Finanz- und Haushaltspolitik nach 2024 aussehen soll. Ob Europa dauerhaft zu einem realistischen Weg solider Haushaltspolitik zurückkehren soll oder ob wir zunehmend den Weg zu weiterer Verschuldung gehen mit allen Konsequenzen, die das für die Stabilität der Währungsunion und damit für den Zusammenhang in Europa hat. Und das, meine Damen und Herren, gilt umso mehr und gilt umso mehr denn je heute, weil die Diskussion um die Reform des Stabi-Paktes nächste Woche starten wird mit den Vorschlägen der Europäischen Kommission. Und es ist entscheidend, dass Deutschland in dieser Diskussion eine konstruktive Führungsrolle einnimmt, dass wir uns mit Vorschlägen, dass die Bundesregierung sich mit Vorschlägen einbringt, mit denen wir nach Italien, mit denen wir nach Osteuropa die Perspektive des Signals senden, wie wir die Währungsunion weiterentwickeln wollen und wie wir zeigen wollen, dass das geht, sowohl mit Blick auf Solidität als auch mit Blick auf Realismus. Und darum hätte ich mir gewünscht, dass es die Bundesregierung ist, die diese Diskussion ins Parlament bringt, dass sie ihre Vorstellungen hier im Plenum mit den Parteien der Opposition auch diskutieren. Bis heute haben sie das nicht getan, und darum haben wir das heute auf die Tagesordnung gesetzt. Und dass sie dieses Thema nicht ins Parlament gebracht haben, ist umso erstaunlicher,
dass Sie diese Diskussion ja durchaus innerhalb Ihrer Koalition geführt haben und daraus ja dann auch Ihr Prinzipienpapier als Verhandlungsgrundlage auf europäischer Ebene entstanden ist. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, Ihr Papier enthält Elemente, bei denen die Richtung im Grundsatz auch erstmal stimmt. Aber es zeigt sich dann leider auch hier das Muster, was sich so ein bisschen durch die gesamte Finanzpolitik Ihrer Koalition zieht, nämlich dass die Ansätze im Finanzministerium erstmal in die richtige Richtung gehen und es dann genau so lange hält, bis Sie damit zu einer abgestimmten Position in der Koalition kommen müssen und Sie dann immer am entscheidenden Punkt falsch abbiegen. Und darum schreiben Sie auch in Ihren Vorstellungen zur Reform des Stabi-Paktes erstmal gute Ansätze auf und biegen dann aber eben gerade an der entscheidenden Stelle falsch ab. Anstatt den präventiven Arm zu stärken, richtiger Ansatz, schaffen Sie im Gegenzug oder wollen Sie im Gegenzug die Verpflichtungen zum verbindlichen Schuldenabbau, Kollegin Schäfer hat es eben noch mal bestätigt, abschaffen. Anstatt durch einen insgesamt stärkeren Fokus auf die Ausgaberegel die Regeln durchsetzbarer zu machen, schlagen Sie zusätzliche Ausnahmen, zusätzliche Flexibilitätsklauseln zu, machen das Regelwerk damit nur noch komplizierter. Und anstatt die Verfahren bei Regelverstößen zu verschlanken, gibt es überhaupt keine Vorschläge, wie die Verfahren besser und effektiver werden sollen. Und darum muss man leider sagen, auch wenn die Ansätze des Finanzministers erstmal in die richtige Richtung weisen, der Formelkompromiss, bei dem Sie auch hier mit Ihren Koalitionspartnern enden, verwässert im Ergebnis die europäischen Schuldenregeln, macht sie noch komplexer und damit noch weniger durchsetzbar, als sie heute sind. Und darum machen wir Ihnen mit unserem Antrag konkrete Vorschläge, zu welchen Schlussfolgerungen Sie in Ihrem Papier eigentlich hätten kommen müssen. Wie man statt die Regeln zum Schuldenabbau außer Kraft zu setzen, den Abbaupfad realistischer ausgestalten kann und damit gerade nach Italien beispielsweise das Signal setzen kann, dass Realismus und Solidität zusammengehen. Wie man ganz konkret die Verfahren verschlanken und straffen kann und damit durchsetzbarer macht. Wie man die Transparenz, ob die Regeln eingehalten werden, verbessern kann. Mein herzlicher Appell. Insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen der FDP lautet, darum sorgen Sie dafür, dass bei der Reform der europäischen Fiskalregel nicht nur die finanzpolitischen Ansätze stimmen, sondern ausnahmsweise auch mal das Ergebnis. Die passenden Vorschläge dazu liegen jetzt vor. Das Wort hat der Kollege Johannes Schraps für die SPD-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Schriftführerinnen und Schriftführer, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat gerade mal etwas mehr als ein Jahr her. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Union, da haben wir tatsächlich noch in einer gemeinsamen Koalition regiert. Vor knapp 5 Jahren haben wir den damaligen Koalitionsvertrag ausgearbeitet und seine Bestandteile anschließend Schritt für Schritt umgesetzt. Und gerade das bereits erwähnte Europakapitel, das war damals maßgeblich. Wir haben uns damals dazu bekannt, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt auch in Zukunft unser Kompass bleiben soll. Stabilität und Wachstum bedingen einander und bilden eine Einheit. So hieß es damals im Koalitionsvertrag. Und wir waren uns einig, gemeinsam dafür einzutreten, dass Deutschland seine europäische Verantwortung in einem Geist partnerschaftlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger Solidarität gerecht wird. Deutschland hat Europa unendlich viel zu verdanken und auch deshalb sind wir seinem Erfolg verpflichtet. Für Deutschland ist ein starkes und geeintes Europa der beste Garant für eine gute Zukunft in Frieden, Freiheit und Wohlstand, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Bettina Hagedorn hat es zitiert, denn das ist der Koalitionsvertrag von 2018. Und auch wir in der aktuellen Koalition wollen weiter ein starkes und stabiles Europa. Und insbesondere jetzt, wo zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ein brutaler Angriffskrieg auf dem europäischen Kontinent stattfindet, da brauchen wir dieses Europa mehr denn je, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Aber ich frage Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Union, kann man ein starkes und stabiles Europa weiterentwickeln und weiter verbessern? Oder wir sprechen ja über einen Unionsantrag, ich sollte mich da vielleicht etwas weniger progressiv ausdrücken. Kann man ein starkes und stabiles Europa bewahren, indem man die EU-Mitgliedstaaten ohne finanzielle Unterstützung und jegliche Stabilität in einer Energie- und Wirtschaftskrise einfach so dastehen lässt? Ich sag's mal so,
Es ist ja auch schon angesprochen worden, das konservative Krisenmanagement der Austeritätspolitik hat in der Europäischen Union nicht immer zu mehr Zusammenhalt, zu Stabilität und zur Eindämmung von Krisen geführt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und im März 2020, da haben wir damals übrigens auch noch in einer gemeinsamen Koalition die allgemeine Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes aktiviert. Und Sie merken in Ihrem Antrag völlig zu Recht an, dass es den EU-Mitgliedstaaten damit möglich war, durch kreditfinanzierte zusätzliche Ausgaben ihre Volkswirtschaften in der Krise zu stabilisieren. Das ist ja deshalb offensichtlich unstrittig. Und nun stellen Sie auch fest, dass diese Ausnahme als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges von der EU-Kommission um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert wurde. Sie kritisieren das, indem Sie feststellen, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt damit seit fast 4 Jahren außer Kraft gesetzt sei und fordern, in den bestehenden fiskalischen Regelrahmen zurückzukehren und die Ausweichklausel zu deaktivieren. Ich darf das noch mal versuchen, in etwas einfachere Sprache zu übersetzen. Also Sie stellen fest, dass die Möglichkeiten dieser Ausweichklausel vielen Ländern und der Europäischen Union insgesamt geholfen haben, sich in einer akuten Krisensituation zu stabilisieren. Und haben das ja als Teil der vorherigen Koalition richtigerweise mitgetragen. Und heute mit diesem Antrag wollen Sie in einer Situation, wo wir es sogar mit multiplen Krisensituationen zu tun haben, das, was damals funktioniert hat, indem es stabilisierend gewirkt hat, so schnell wie möglich nicht mehr machen und lieber wieder auf das Pferd setzen, das schon früher nicht so richtig etwas gebracht hat. Ich weiß ja nicht so recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Kollege Lieb von der FDP hat es angesprochen. Auch ich kann in Ihrem Antrag ehrlich gesagt keinerlei konkrete Lösungsvorschläge erkennen, wie die EU-Mitgliedstaaten bei dann wieder strengeren Vorschriften in der aktuellen akuten Krisenlage für finanzielle Stabilität sorgen könnten. Einige wirtschaftlich starke Länder, in Klammern Deutschland, könnten das möglicherweise hinbekommen. Große Klammern. Andere aber möglicherweise auch nicht. Und ich sag mal, zumindest und mit dem Geist der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und mit der gegenseitigen Solidarität aus dem Koalitionsvertrag von 2018, zu dem Sie sich damals bekannt haben, kann ich Ihre Forderungen jetzt eben nicht mehr verbinden. Und das ist schade, das zu hören. Dabei will ich gar nicht bestreiten, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt reformiert und weiterentwickelt werden muss. Das ist, wenn ich es in Ihrem Antrag richtig lese, ja auch bei Ihnen Konsens. Und wenn man sich die Geschichte seit der Einführung des Stabi-Paktes vor knapp 30 Jahren so anschaut, dann muss man ja tatsächlich feststellen, die Maastrichter Kriterien sind nicht immer eingehalten worden. In den Jahren nach der Staatsschulden- und Eurokrise, da fand in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zwar eine fiskalische Konsolidierung statt, nun im Angesicht der Covid-19-Pandemie und der Inanspruchnahme von massiven fiskalischen Konjunktur- und Investitionsprogrammen sind zahlreiche Mitgliedstaaten aber teilweise erneut weit entfernt von der Einhaltung der EU-Fiskalregeln. Reformbedarf ist also in der Tat klar. Die Europäische Union hat das aber ja offensichtlich auf dem Schirm. Denn mit ihrer Mitteilung aus dem vergangenen Oktober hat sie ja eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts angeregt und die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zu einem Diskussionsprozess hierzu eingeladen. Man könnte auch sagen, sie dazu aufgefordert. Und als Sozialdemokraten haben wir uns mit unseren Koalitionspartnern auf eine weitere Vorgehensweise verständigt. Die Prinzipien der Bundesregierung für die Reformdiskussion zu den EU-Fiskalregeln sind ja in Ihrem Antrag und auch hier in der Debatte jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Denn es ist in der Tat enorm wichtig, gerade jetzt an gemeinsamen Lösungen zur Stärkung und Vertiefung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu arbeiten, um die europäische Stabilität in diesen Krisenzeiten zu gewährleisten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und dabei geht es keineswegs darum, dass irgendwie Geld aus dem Fenster geschmissen werden soll, wie Sie mit Ihren Vorwürfen immer so untergründig so ein bisschen suggerieren. Sondern, und da will ich gerne auch Kanzler Olaf Scholz aus der Europaausschusssitzung am Mittwoch, zu der er aus Corona-Gründen digital zugeschaltet war, zitieren, Transformationsinvestitionen müssen auch in diesen Zeiten möglich sein, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und damit hat er vollkommen recht. Denn Zukunftsinvestitionen, die sind nicht nur notwendig, um Investitionsschulden in Zukunft, Kollegin Schäfer hat darauf hingewiesen, zu vermeiden, sondern sie zahlen sich auch aus, denn sie führen ja letztlich zu einer Stärkung unserer Volkswirtschaften in der Zukunft. Und deshalb haben wir auch im Koalitionsvertrag ganz klar verankert, dass wir die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten wollen.
insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung und im Ausbau und Sanierung der notwendigen Infrastruktur, auch um die deutsche Wirtschaft zukunftsfest und nachhaltig aufzustellen und dabei Arbeitsplätze zu sichern, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass es den Stabilitäts- und Wachstumspakt gibt. Denn die exzessive Verschuldung eines Mitgliedstaates, die kann natürlich auch Auswirkungen für andere Mitgliedstaaten mit sich bringen und damit möglicherweise die Stabilität der gesamten Währungsunion gefährden. Fiskalregeln sind in einem gemeinsamen Währungsraum notwendig. Genauso wichtig ist es eben aber auch, dass der Stabi-Pakt kein starres Gebilde ist und dass er weiterentwickelt wird. Und in diesem Sinne gehört diese hohe Flexibilität, die wir mit der Ausweichklausel eben auch nutzen, gerade zu den großen Stärken des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Und das hat dieses fiskalische Regelwerk der Europäischen Union zuletzt in der Pandemie auch eindrucksvoll bewiesen, indem es eben an zentralen Stellen die Berücksichtigung spezifischer Umstände erlaubt hat und damit Möglichkeiten eröffnet hat, wo es sonst nur Stillstand gegeben hätte. Auf dieser Grundlage kann man aufbauen und die Vorschläge aus dem Prinzipienpapier der Bundesregierung auch für die Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts nutzen, mit mehr Transparenz und Effizienz, mit einer Konkretisierung der Kriterien bei der Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel oder auch mit der Herstellung einer größeren organisatorischen Unabhängigkeit des European Fiscal Boards von der Europäischen Kommission. Alles Vorschläge, die man diskutieren kann. Die Schuldentragfähigkeit und die Sicherung solider öffentlicher Haushalte bleiben dabei aber wichtige Kernziele. Und es braucht deshalb tatsächlich klare und schrittweise Pläne für den Abbau von Schulden. Schuldenabbau bleibt das Ziel, aber, und da ist der große Unterschied, ohne dabei die Herausforderungen von Inflation und Krisensituationen aus dem Blick zu verlieren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das ist der einzige Weg, wie wir sowohl wirtschaftliche als auch politische Stabilität innerhalb der Europäischen Union beibehalten können. Und in der aktuellen Krise ist die Stärke Europas auch unsere Stärke, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und zwar mehr denn je. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegen der Union, Herr Merz, das ist ja fein. Sie fordern, dass Regeln wieder eingehalten werden. Nachdem Sie von der Union 16 Jahre lang unter Angela Merkel wirklich jede Norm, die Ihnen politisch nicht in den Kram gepasst hat, über Bord geworfen haben, da können Sie schon den Saal verlassen. Das ist die Wahrheit. Hätte sich die Union mit Angela Merkel von Anfang an für die Einhaltung der Maastricht-Kriterien ausgesprochen, dann hätten wir heute nicht die Probleme der Inflation, der Geldentwertung, die wir in der Eurozone sehen. Hätte die Union damals unter Angela Merkel, hören Sie ruhig zu, Herr Merz, zum Beispiel den Atomausstieg nicht spontan beschlossen gegen jegliche Normen, dann stünden wir heute im Winter nicht vor diesen Energieversorgungsproblemen. Hätte die Union damals unter Angela Merkel nicht gleichzeitig Schengen, Dublin, das Asylgesetz, das Grundgesetz über Bord geworfen und massenhaft illegale Migranten importiert, dann hätten wir auch kein Problem mit Sozialtourismus, Herr Merz, und dann hätten wir auch kein Problem mit demokratischer Stabilität und Zufriedenheit und Wohlstand in unserem Land. Und deswegen ist es Wohlfall. Deswegen ist es Wohlfall, dass Sie das fordern, nachdem Sie sogar noch vor 3 Jahren eine Ursula von der Leyen in die EU-Kommission befördert haben, eine, die jetzt die Aushöhlung des Fiskalpakts fordert, und gleichzeitig eine Christine Lagarde an die Spitze der Europäischen Zentralbank, die beide nur ein zentrales Ziel haben, auf der einen Seite die Schuldenunion in Europa zu ermöglichen und gleichzeitig die Souveränität der Nationalstaaten zu untergraben und abzugraben, meine Damen und Herren. Koste es, was es wolle, whatever it takes, und wenn es unser Wohlstand ist. Aber kommen wir doch tatsächlich zu Ihrer Kernforderung, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt, wenn wir jetzt mal daran glauben, dass er tatsächlich eingehalten werden könnte, tatsächlich eingehalten werden soll. Er schreibt zum Beispiel eine Maximalgrenze von 60% Schuldenniveau im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt vor. Und wir müssen an dieser Stelle feststellen, an keinem einzigen Tag
in der Existenz der Eurozone haben alle Euro-Mitgliedsländer die Konvergenzkriterien eingehalten. An keinem einzigen Tag war das der Fall. 60% ist die aktuelle Obergrenze. Wir stehen in Griechenland schon bei 189,3, Italien 152,6, die Eurozone im Schnitt bei 95,6%. Italien hatte bei seinem Beitritt schon 106,36%. Wie wollen Sie bitte schön politisch wie auch wirtschaftlich diese Absenkung auf 60% hinbekommen? Wie wollen Sie das machen? Ich sage Ihnen was. Der Zug ist abgefahren. Und er ist abgefahren, weil Sie das damals ermöglicht haben, weil Sie Programme wie EFSF aufgelegt haben, die einmalig sein sollten, wie jetzt Next Generation EU, und die sich aber zur ESM verfestigt haben. Ich sage Ihnen was. Wir brauchen den Fiskalpakt nicht aushöhlen. Wir brauchen ihn auch nicht fordern. Wir müssen sagen, weg aus diesem ganzen System, weg vom Euro. Uns muss es egal sein können, ob Italien Schulden macht. Hauptsache, wir haben Normen, an die wir uns halten, die wir demokratisch legitimiert haben und die für Wohlstand und Wachstum in unserem Land sorgen. Und das geht nur auf nationaler Ebene mit nationaler Legitimation und nationaler Entscheidung. Haben Sie herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Andreas Andritsch das Wort. Ist richtig. Alles gut. Ich danke der Kollegin Lütsch. Also der Kollege Audrich. Nichtsdestotrotz, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Lage in Europa ist ernst dieser Tage, und sie ist ernst angesichts eines Gaskrieges von Wladimir Putin und einer drohenden Rezession, die wir in ganz Europa sehen. Und in Italien sehen wir, was passiert, wenn populistische Kräfte, wenn in dem Fall faschistische Kräfte einfache Antworten anbieten. Und genau das haben wir hier von der rechten Seite wieder in der gesamten Debatte erlebt und auch gerade von Herrn Kleinwächter. Deswegen geht es jetzt darum, Stabilität und Sicherheit und in diesem Friedensprojekt genau das in den Mittelpunkt zu stellen. Das muss der Kern der Debatte sein, die wir hier führen. Wir dürfen Länder nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre das Schlimmste, was wir jetzt machen könnten, sondern wir müssen uns ernsthaft mit den Krisen beschäftigen, die auch in den europäischen Mitgliedstaaten stattfinden. Und wir müssen den Raum schaffen, dafür Lösungen zu finden. Und deswegen verstehe ich auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, warum Sie sich wagen, heute einen solchen Antrag hier zu stellen, völlig aus der Zeit gefallen und völlig ignorant gegenüber den Fragen, die sich in ganz Europa derzeit stellen. Wie kommen Sie auf die Idee, in einer Zeit wie dieser, die wir gerade erleben, einen Antrag zu stellen, in dem steht, und ich zitiere das, vom Krisen in den Regelmodus übergegangen werden soll? Haben Sie gemerkt, was um Sie herum passiert? Merken Sie, was wir hier in Deutschland gerade machen? Merken Sie, dass wir gestern 200 Milliarden Euro in den Pott getan haben und in die Vollen geht, weil wir einen Gaskrieg haben? Soll es der Ernst sein, den Sie hier tatsächlich vortragen, dass wir in Deutschland in die Vollen gehen und wir gleichzeitig sagen, dass Spanien, dass Griechenland, dass Frankreich in einen Normalmodus übergehen soll? Das ist von einer Ignoranz geprägt. Das ist von einer Selbstbezogenheit geprägt, die nicht zu ertragen ist. Was Sie andauernd hier vortragen, ist eine ideologische Selbstbezogenheit, die keine Lösung bietet. Sie wollen zementieren, was in Europa über Jahre falsch gelaufen ist. Sie wollen zementieren, dass Sanktionen, das Spardiktat im Mittelpunkt steht und nicht das Gestalten. Und Sie setzen sich hier hin oder stellen sich hier an das Pult und fordern jeden Tag neue Milliarden Maßnahmen. Jeden Tag werden neue Fantastilliarden ins Schaufenster gestellt von Ihnen, ohne jegliche Gegenfinanzierung. Sie finanzieren nichts von alledem gegen. Und dann gehen Sie auch noch los und sagen, dass in anderen Ländern jetzt gespart werden muss. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Das ist überhaupt kein Konzept. Und genau das führt dazu, weil Sie so agieren, dass Sie Europa auseinandertreiben. Es ist schlimm genug, wenn Sie völlig unseriöse Politik in Deutschland machen. Es ist schlimmer, wenn Sie gleichzeitig versuchen, Missgunst in Europa zu säen. Und das werden wir Ihnen so nicht durchgehen lassen. Sich in Krisen reinzusparen,
führt am Ende zu höheren Schuldenquoten. Wir haben das nach der Finanzkrise 2008 so oft gesehen. Es ist so oft diskutiert worden. Und ich hätte gehofft, dass Sie das irgendwann mal wahrnehmen in der Debatte, dass Sie mal Zeitungen lesen, dass Sie sich mal angucken, was da passiert. Tun Sie leider nicht. Wenn wir jetzt nicht in ganz Europa in erneuerbare Energien investieren, wissen Sie, was dann passiert? Dann kommen wir nie weg von den fossilen Energien von Putin. Dann werden wir nie an den Punkt kommen, dass wir souveräner werden. Dann werden wir nie an den Punkt kommen, dass wir klimaneutraler werden. Dann werden wir nie an den Punkt kommen, dass wir auch die Inflation in den Griff kriegen. Sie haben 16 Jahre lang dafür gesorgt, dass Putin jetzt so eine große Macht hat, das auszulösen, was jetzt im Moment in Europa los ist. Und wenn wir das befolgen, was Sie sagen, dann wird das uns auch in den nächsten Jahren weiter drohen. Sie haben nichts gelernt, und das zeigen Sie genau mit dem Antrag, den Sie hier heute vorlegen. Wir stehen. Es ist schön, dass Sie sich so aufregen. Dann merkt man, dass Sie es bewegt und dass Sie sich damit auseinandersetzen. Wir stehen vor einer sehr konkreten Debatte. Wir stehen vor einer sehr konkreten Debatte über den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und ja, es ist richtig, wir brauchen Reformen. Das ist klar, das Regelwerk muss einfacher werden, es muss verschlankt werden. Das ist völlig klar, wir brauchen mehr Transparenz, wir brauchen mehr Nachvollziehbarkeit. Die 1/20-Regel zum Beispiel ist so starr, dass sie nicht funktioniert. Auch das muss reformiert werden. Das ist völlig klar. Aber wir müssen dabei einen Fokus behalten. Wir müssen den Fokus behalten, dass wir nicht mit einer ideologischen One-Size-Fits-All-Regel versuchen, irgendwelche Diktate über ganz Europa zu legen, sondern dass wir uns mit den Problemen in den Ländern auseinandersetzen und dass wir Lösungen finden und dass wir Investitionen ermöglichen, um dann auch aus den Problemen herauszukommen. Im Angesicht der aktuellen Krisen und dieser größten politischen Krise, die auch noch für uns wartet, zu lösen, der Klimakrise, müssen wir zum einen stabilisieren, dass wir jetzt durchkommen, und müssen wir zum anderen investieren, um in Zukunft nicht mehr in solche Krisen zu kommen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Das haben Sie nicht verstanden. Deswegen ist es gut, dass wir das tun. Danke Ihnen. Ich bitte, wenn es Sie nach einer Frage oder Bemerkung drängt, das noch während der Redezeit anzuzeigen. Herr Brandner, ich muss erst einmal überhaupt nichts. Und es gibt jetzt überhaupt nichts zu verhandeln. Also jede Fraktion hat auch parlamentarische Geschäftsführer. Wenn das Präsidium anderweitig beschäftigt ist, ist es möglich, dass die parlamentarischen Geschäftsführer die Interessen ihrer Fraktionsmitglieder vertreten und auch Frage- und Redewünsche direkt anmelden. So, und wir fahren jetzt weiter fort in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Florian Osner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Kollege Audretsch, also trotz aller rhetorischer Schulung, es war wirklich ein völliger Blankobeweis an sachlichem Hintergrund und hat wirklich überhaupt nichts mit unserem vorgelegten Antrag zu tun, den wir heute diskutieren. Und besser könnte es wirklich nicht passen. Wir haben die Woche ja der Nachhaltigkeit. Und zumindest die CDU-CSU-Fraktion hat dies ja mit Aktionen belegt und brachte zum Beispiel regionale Produkte aus der Heimat mit. Die Ampel zeigte hier relativ wenig Ambitionen. Dies spiegelt sich auch komplett wieder in der Finanzpolitik. Seit Ludwig Erhard Zeitner ist die finanzielle Nachhaltigkeit fest in der DNA unserer Union verankert. Bei Rot-Grün ist es nicht erkennbar. Die Forderungen, und man hat es heute wieder bemerkt bei allen Vorrednern, die Forderungen nach Auflösung von Schuldenbremsen und zusätzlich Milliardensummen aus dem Bundeshaushalt überschlagen sich ja förmlich im täglichen Rhythmus. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik von CDU und CSU und einer rot-grünen Schulden- und Umverteilungspolitik. Ein Aufweichen der Schuldenbremse werden wir uns als Union entschlossen entgegenstellen, und die Einhaltung ist auch kein bloßer Selbstzweck, wie uns immer wieder vorgeworfen wurde, oder ein sogenannter Fetisch, wie es auch einmal bezeichnet wurde, sondern eine Frage
der Glaubwürdigkeit, solange nicht alle verzichtbaren Ausgaben in der jetzigen Krisensituation auf den Prüfstand gestellt werden, solange verbietet es sich, über neue exorbitante Schulden zu sprechen. Auch der neue Doppelwumms vom Bundeskanzler Scholz gestern dürfte sehr teuer werden. 200 Milliarden Euro nur für den Gaspreis, das sind 2.500 Euro. 2.500 Euro neue Schulden für jeden Bundesbürger und sogar 13.000 Euro neue Schulden für jeden Netto-Steuerzahler. Das ist einfach Wahnsinn. Solide Haushalte bedeuten hingegen Generationengerechtigkeit, Handlungsspielräume in der Zukunft und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Finanzielle Nachhaltigkeit darf aber jedoch nicht nur für Deutschland gelten, sondern natürlich auch für die gesamte Europäische Union. Derzeit ist der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt bis Ende 2023 außer Kraft gesetzt, um zur Sache zurückzukehren, vor wegen Corona, jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine. Dies darf jedoch kein Dauerzustand bleiben. Deshalb finden in der EU Überlegungen statt, wie der Pakt reformiert werden kann. Deutschland kommt in dieser Reformdebatte dabei eine Schlüsselrolle zu. Als größte Volkswirtschaft Europas haben wir hier eine Vorbildfunktion einzunehmen. Eine Positionierung der Ampel, wie sie erst im August erfolgt ist, war ja da längst überfällig. Allerdings sind diese Vorschläge zweifelhaft und machen ohnehin ein kompliziertes Regelwerk noch komplizierter. So zielt die Ampel auf eine Aufweichung der EU-Fiskalregeln an. Der Schuldenabbaupfad soll aufgegeben werden. Die Flexibilitätsklauseln für Investitionen und damit auch die Ausnahmetatbestände sollen ausgeweitet werden. Das alles führt nicht zu einem Mehr an Vertrauen. Exakt das bräuchte aber jetzt der Euro und die Europäische Union in der schwierigen Zeit. Als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehen wir ebenfalls einen dringenden Reformbedarf. Entscheidend ist dabei für uns, der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss auf wenige Grundregeln verschlankt werden, ohne dabei die Fiskalregeln zu verwässern. Neuverschuldung maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts und der Schuldenstand höchstens 60%. Das sind verlässliche Größen seit Theo Weigel. Und auch die Zielsetzung eines verbindlichen Schuldenabbaus muss weiterhin Bestand haben, zum Beispiel durch eine Glättung des Abbaupfads, ganz konkret. Darüber hinaus erteilen wir allen Pläne der Vergemeinschaftung der Schulden in die EU eine klare Absage. Dies gilt vor allem in Zeiten der Inflation. Ich komme zum Schluss, denn um abschließend nochmals Ludwig Erhard zu zitieren, die Inflation ist eine unverzeihliche Sünde. Das Vertrauen in eine stabile und verlässliche Fiskalpolitik ist entscheidend für private Investitionen, aber auch für einen dauerhaften Zusammenhalt in Europa. Deshalb ist unser Antrag richtig. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Carsten Klein das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, es ist wichtig, dass wir vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass die Bundesregierung einen Vorschlag gemacht hat zur Reform des Stabilitätspaktes. Und diese Reform stellt noch mal fest, dass an dem 60-Prozent-Ziel der Staatsverschuldung und 3-Prozent-Defizit nicht gerüttelt wird. Das ist die zentrale Botschaft von diesem Vorschlag. Und ich möchte in die Richtung der Union sagen, das ist vielleicht für uns als Freie Demokraten eine Selbstverständlichkeit, aber für Sie sicher nicht. Wenn man sich die Verhandlungsstrategien der von Ihnen geführten Bundesregierung in den letzten Jahren auf europäischer Ebene angeschaut hat, haben Sie von Mal zu Mal unsere Kriterien für solide Staatsfinanzierung gebrochen auf europäischer Ebene. Denen sind Sie eben nicht nachgekommen. Und deshalb ist es wahrscheinlich für die ein oder anderen europäischen Partner fast schon eine Überraschung gewesen, für uns nicht, für die europäischen Partner und wahrscheinlich auch für die Kolleginnen und Kollegen der Union, dass die Bundesregierung überhaupt einen Vorschlag unterbreitet hat. Deutschland ist doch als Reformmotor in Europa in den letzten Jahren unter Führung von Angela Merkel ausgefallen. Jede Debatte zur Reform in Europa, wo Vorschläge zum Beispiel aus Frankreich gekommen sind, war doch Stille aus dem Kanzleramt. Und deshalb, finde ich, sollten Sie das in Ihrem Antrag mal lobend erwähnen, bevor Sie hier
den Schulmeister spielen. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht nur wichtig ist, das Richtige zu sagen, liegen Kolleginnen und Kollegen der Union, sondern dass man es auch an der richtigen Stelle tun muss. Und die richtige Stelle wäre gewesen, als Next Generation EU verhandelt worden ist, dass man auch gleichzeitig Eckpunkte für die Reform des Stabilitätspakts damals verhandelt hätte. Damals, als die Bundesrepublik etwas in die Waagschale gelegt hat, als wir Garantien gegeben haben für den Wiederaufbaufonds in Europa, hätten wir diese Eckpunkte verhandeln müssen. Fehlanzeige der Union, da haben Sie geschlafen für die Interessen des Steuerzahlers, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die von Ihnen so sehr zitierten Vertreter der Union, Theo Weigel, der hätte in dieser Situation auch eingefordert, dass der Wachstums- und Stabilitätspakt eingehalten wird. Wo war denn die deutsche Bundesregierung in den Jahren zwischen der Finanzkrise und der Corona-Krise, als zwar in Deutschland die Schulden runtergefahren worden sind, prozentual zum BIP, aber eben nicht in Europa? Wo war denn die deutsche Bundesregierung und die Kanzlerin? Da war Stillschweigen im Kanzleramt. Und deshalb brauchen wir jetzt keine schlaumeierischen Empfehlungen von Seiten der Unionsfraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will noch einmal festhalten, der Blick nach Großbritannien, der Blick in die Vereinigten Staaten zeigt, was expansive Fiskalpolitik auslösen kann. Enorm hohe Inflationszahlen, steigende Renditen, damit Zinskosten für den Staat. Das alles zeigt doch, dass wir eben gut beraten sind, nicht nur in Deutschland die Schuldenbremse einzuhalten, wie diese Bundesregierung sich vorgenommen hat, sondern auch an den Kriterien des Stabilitätspakts 3% und 60% festzuhalten. Das ist die Basis, das ist das Fundament für eine handlungsfähige Europäische Union. Und deshalb, liebe Kollegin Lötsch, auch an Ihre Adresse noch mal deutlich formuliert. Für uns sind Freiheit, Verantwortung und Solidarität Grundpfeiler der Europäischen Union und unseres Gemeinwesens. Aber wer solidarisch sein will, der braucht einen handlungsfähigen Staat. Einen handlungsfähigen Staat gibt es aber nur, wenn man stabile und solide Staatsfinanzen hat, wenn man die Schuldenbremse und den Stabilitätspakt einhält. Und deshalb ist es die Grundvoraussetzung für Solidarität, eben auch eine solide Finanzpolitik durchzuführen und nicht eine Auseinanderdriften dieser beiden Ziele. Und deshalb will ich noch einmal in den Mittelpunkt am Ende stellen, wer die Daueraufgaben eines Staates finanzieren will, soziale Sicherung, äußere Sicherheit, Bildungschancen, Klimaschutz und Digitalisierung, der muss sich an solide Staatsfinanzen und an Einhaltung der Schuldenbremse und des Stabilitätspaktes halten. Dazu hat die Bundesregierung gute Vorschläge gemacht auf europäischer Ebene, und die finden auch unsere Unterstützung. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Michael Meister für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben seit 1999 eine gemeinsame Währung, den Euro. Wir haben seit 1999 eine gemeinsame Geldpolitik, aber wir haben keine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und deshalb ist es dringend notwendig, bei 27 verschiedenen Finanz- und Wirtschaftspolitiken, dass es dafür einen Rahmen gibt, um die zusammenzuhalten. Und dafür brauchen wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt in Europa. Ein solches Experiment mit einer Währung ohne gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und das zeigt die zentrale Bedeutung des Themas, was wir hier diskutieren. Und deshalb, liebe Frau Hagedorn, ist das, was wir heute hier machen, nicht aus der Zeit gefallen. Die Bundesregierung hat einen Vorschlag gemacht. Die EU-Kommission kündigt für nächsten Monat einen Vorschlag an. Und wer muss denn über diese Frage diskutieren? Dieser Deutsche Bundestag. Und wir haben die Debatte hierher geholt. Und das ist nicht aus der Zeit gefallen, sondern ist dringend notwendig. Wir haben 10% Inflation in diesem Land seit gestern. Seit 70 Jahren nicht mehr in der Dimension. Und der Stabilitäts- und Wachstumspakt soll dafür sorgen, dass die Finanzpolitik nicht zu expansiv ausfällt. Und was machen wir aktuell? Wir machen eine expansive Finanzpolitik, wie wir sie auf dieser Welt noch nicht hatten in Europa. 500 Milliarden Euro hat diese Koalition in einem Jahr an neuen Schulden ausgewiesen. 500 Milliarden Euro.
Die Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland vor Herrn Lindner haben es auf rund 1.200 gebracht. Machen Sie sich das mal klar, was das bedeutet. 500 Milliarden Euro. Wir sind ein schlechtes Vorbild für Europa. Und deshalb brauchen wir in dieser Debatte, jetzt hören Sie doch mal auf zu schreien und hören zu, ich habe die ganze Zeit auch intensiv zugehört, deshalb brauchen wir in dieser Debatte dringend Orientierung. Und Sie als Bundesregierung und als Koalitionsfraktion haben bisher diese Orientierung vermissen lassen. Wir sehen Reformbedarf an diesem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Aus unserer Sicht ist er zu komplex. Und deshalb muss Komplexität rausgenommen werden. Die Bindungswirkung der Regeln ist offensichtlich nicht stark genug. Wir geben uns Regeln und halten uns nicht daran. Also muss die Bindungswirkung gestärkt werden. Und der dritte Punkt ist, es muss einen Schiedsrichter auf dem Platz geben, der für die Durchsetzung der Regeln sorgt. Und das ist nicht geschehen. Und daran haben Sie aber auch eine massive Verantwortung. Der Erste, der dafür gesorgt hat, dass das nicht geschieht, war der Bundeskanzler Gerhard Schröder, der damals diesen Pakt übertreten hat und nicht eingehalten hat. Da haben unser schlechtes Vorbild begonnen. Und darunter leiden wir noch heute, meine Damen und Herren. Was wir nicht mitmachen werden als Union, ist das Herausrechnen einzelner Positionen aus der Ausgabenseite. Das kann nicht sein, weil da wird niemand ein Ende finden und niemand wird eine klare Definition finden. Und jetzt argumentieren Sie, na, man müsse doch investieren. Schauen Sie doch mal Ihren eigenen Bundeshaushalt an. Der leidet doch nicht unter der Tatsache, dass zu viel investiert würde. Der leidet darunter, dass zu viel konsumtiv ausgegeben wird. Und wenn Sie schon für Investitionen werben, dann tun Sie es doch in Ihrem Haushalt und setzen den Schwerpunkt bei Investitionen und nicht beim Konsum. Das ist das Problem an der Stelle. Wir sind klar gegen eine Individualisierung des Regelwerks. Es kann nichts bringen, wenn jedes Land eigene Regeln hat. Und wir sind dafür, dass wir das Primärrecht nicht ändern. Darüber herrscht große Einigkeit. Die 3%, die 60% bleiben stehen. Dazu haben wir eine klare Position. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss. Wir sind in Deutschland nicht der Schulmeister, aber wir sind als größte Volkswirtschaft das Vorbild Europas. Und deshalb sollten wir uns auch vorbildlich verhalten. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 3691 mit dem Titel Stabilitätsunion statt Schuldenunion, Stabilitäts- und Wachstumspakt festigen, fiskalpolitische Disziplin in Europa sichern. Die Fraktion der CDU/CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt wieder in der Westlobby. Zur Abgabe Ihrer Stimme haben Sie 20 Minuten Zeit. Ich sehe, die Schriftführerinnen und Schriftführer haben die vorgesehenen Plätze eingenommen. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU/CSU. Die Abstimmungsurnen werden um 11.54 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich bitte diejenigen, die jetzt zur Abstimmung eilen, bitte die Wege freizumachen. Diejenigen, die an der nächsten Debatte teilnehmen können und wollen, Platz zu nehmen und die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen. Notwendige Gespräche verlagern Sie bitte nach draußen.